Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Adventure Time und der 11. Ausgabe von Lara Croft Go. Wir haben im letzten Video den Spiegel der Geister angefangen, dieses sehr interessante Abenteuer, das in Laras Anwesen spielt. Und hier haben wir wieder einen Spiegel und wir sehen Lara. Jetzt sind wir verschwunden, okay. Wir sind in der Kapelle. What? Jetzt sagt mir nicht, dass es tatsächlich noch eine Besonderheit in diesem Abenteuer gibt. Und es gibt es tatsächlich. Ich werd verrückt. Ich werd komplett verrückt. Ich bin gerade dermaßen begeistert und geflasht. Ich habe da gar keine Worte für. Und die Spiegel-Lara verschwindet. Aber da ist sie so gleich wieder da. Mann, ist das toll. Da kann man einfach nichts anderes mehr zu sagen. Und das ist ja auch raffiniert gemacht. Wir müssen also genau überlegen, wo wir hier lang gehen, da wir nur einmal jeweils dort drauf treten können. Aha, es ist ja auch noch spiegelverkehrt, das muss man ja auch noch bedenken. Dann müssen wir definitiv diesen Schalter ziehen. Dann müssen wir hier aktiv werden. Den habe ich gesehen. Und wir sind durch. Ey, das ist so genial. Ich bin so angetan von dem Spiel gerade, der Turm. Wir haben aber in der Kapelle leider offenbar ein sammelbares Stück nicht gefunden. Das ist raffiniert. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier diese Pforte passieren und einmal durchwechseln, damit die Geister-Lara die Geisterschlange töten kann und wir die... Nehmen wir mal an, dass wir aber wieder tauschen müssen. Und genau so ist es hier. Puh. Ey, wenn das nicht super mega geil Affenzahn mega Badass mega ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist einfach nur cool. Ah, okay. Wir können den nicht ziehen. Ja, das war... Ja, das war falsch. Aber ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich habe tatsächlich gedacht, dass jetzt das Licht im Prinzip die einzige Besonderheit sein wird. Diese Rätsel mit den Lichtern. Aber dann haben sie das noch aus dem Ärmel gezaubert. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich nicht nach oben gehen darf. Aha, und sobald einer blockiert ist, kann man den anderen dann auch nicht mehr bewegen. Auch das ist interessant. Dann gehen wir einfach einen weiter nach oben. So, ziehen wir den. Den habe ich gesehen. Und jetzt dürften wir tatsächlich auch in der Lage sein. Nein! Ah, ausgerutscht mit dem Zeigefinger. Das passiert so leicht.
Machen wir es halt normal. Systematik ist jetzt ja im Prinzip klar. So. Und durch sind wir. Spiegel Lara kommt wieder mit. Best Friends. Und da haben wir jetzt wieder ein Lichträtsel. Gefällt mir. Ja, wie machen wir's? Ja. Ja, wobei, das war ziemlich doof. Wenn ich den schiebe, bin ich sofort tot. Ja. Das war nicht sehr klug. Aber wir üben ja noch. Und wir haben noch 25 Minuten Zeit dafür. Nee, das ist das gleiche in grün. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Da ist noch ein Fehler. Das führt zu nichts. Nee, das kann's nicht sein. Das kann's auf jeden Fall nicht sein. Was mache ich denn hier falsch? Fest steht, ich kann ja wirklich nur hier so machen. Anders geht's nicht. Ich muss auf jeden Fall auch zurückgehen. Und er ist halt direkt zwei hinter mir. Was ist denn, wenn ich so mache? Ist das besser? Das ist nicht besser. Ich kann es gerade nicht. Das ist wahrscheinlich super easy. Davon gehe ich aus, aber ich kann es gerade nicht. Warum auch immer. Ah. Ja, das, was wir sowieso schon gemacht haben. Warum denn dahin? Okay. Ich nehme alles zurück, so super easy war es dann doch nicht. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht super easy, das nehme ich sofort zurück. Dann war das doch noch mehr als ich dachte. Der Tanzsaal, okay. Und hier haben wir wieder unsere schöne Spiegel-Lara. Die allerdings gejagt wird nun. Aber du schaffst das, Lara, ich weiß es. Wir müssen auf jeden Fall zurück. So. 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 Was passiert dann? Okay. Den habe ich entdeckt. Ah, was habe ich da denn jetzt wieder falsch gemacht? Mann. Also der Anfang müsste relativ richtig gewesen sein. Und auch hier kann ich nur zurückgehen.
Wie soll denn das aufkommen? Frage ich mich gerade. Ich weiß. Ich weiß. So. Das hat einen Moment gebraucht. Aber ich hatte den Hebel schon wieder ganz vergessen. Das sieht wieder interessant aus hier. Okay, da wird der weggeschoben. Aha! Ganz schüchtern hinter einem Ritter versteckt. Ich nehme fast an, dass ich das so machen muss. Und dann kann ich ihn töten. Oh nein, ich brauche den Salamander, damit er die bewegt, und zwar einen in die Richtung, damit wir wieder uns gleich bewegen können sozusagen. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Oh Mann, da wäre ich jetzt, das habe ich gar nicht erkannt. Aber ich muss es tatsächlich machen. Ich muss also ihn hier hochlocken. Damit wir jetzt wieder gleich auf sind. Raffiniert. Und dann kann ich nämlich hier runter. It's so cool. It's so fucking cool. Ich liebe es. So, wir sollten aufpassen. Wir können mit der jetzt natürlich noch nicht da rausgehen. Auge des Abgrunds. 7 von 10. Ah, das war doof. Stattdessen also in die Richtung. Was passiert hier? Da wird die Schlange hochgefahren, okay? Hier kann ich ja leider nicht hin. Aber jetzt. Sehr schön. Jetzt sind wir halt nicht mehr gleich auf, ne? Das muss man dazu sagen. So. Und jetzt muss die weg. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich muss erstmal überlegen, wie ich das... Give me a break, man. Give me a break. Ja. Oh.
Holy moly Macaroni. Und wir sind wieder durch. Der Rundgang. Warum der Rundgang? Es fehlen noch recht viele Kristalle, finde ich. Also da muss ich eigentlich ziemlich viel liegen gelassen haben. Warum der Rundgang? Aha. Ja, hier muss wirklich alles zusammenpassen. Also wir müssen erstmal das drücken, offenbar. So. So, dann muss ich das drücken. Ah, das passt auch noch nicht ganz. Diese Rätsel sind wirklich echt raffiniert und cool. So, jetzt muss ich den runterziehen. Nee, wartet mal. Aber jetzt. Jo. Es ist auch optisch so genial gemacht und so schön. Hier müssen noch irgendwo jede Menge Vasen sein. Aber wo? Hier ist auch schon wieder das Level zu Ende. Okay, das war eine blöde Idee. Habe ich auch gerade erst erkannt. Als es schon zu spät war, das ist natürlich immer schön. Da kann ich gar nicht hin. Ich kann aber den drücken. Warum auch immer ich das machen sollte. Deswegen vielleicht. Ja. Da kann ich jetzt nicht hin. Jetzt kann ich aber da hin. Wir müssen auf jeden Fall erstmal an den Speer kommen. Das ist das oberste Gebot. Aktuell kann ich mich gar nicht mehr bewegen, außer den. Gerade kann ich mich echt kaum bewegen irgendwie. Ach, da kommt es auch nicht, wieder nicht weiter. Nee, so kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. Wir müssen... Muss irgendwie schaffen... Dass die... Jesus Christ. Okay, das muss erstmal so. So, und wenn... Nee, das kommt alles nicht hin. Wobei, ich glaube jetzt. Ja. Sehr gut. So, jetzt müssen wir wieder das Ganze normalisieren. Und zwar so. Dann brauche ich meinen Speer. Dann muss sie wieder dahin. Nein. Okay, das habe ich kapiert.
Jetzt baue ich mich gerade total zu. Not so good. Ah, das war alles blöd. Okay, jetzt habe ich mich irgendwie komplett zugebaut. Warum passt es denn auf einmal nicht mehr? Es war doch alles so perfekt. Ich komme da nicht mehr drauf. Ist echt komplizierter, als es aussieht. Warum ist das so? Don't get it. Hier drüben kann ich ja im Prinzip... Ah. Ja. Nee. Das hilft ja auch nicht. Warum genau passt es denn jetzt nicht mehr? Ich kann die ja auch nicht nach Hause schicken. Sie kann nicht nach Hause telefonieren. Das ist ein ganz großes Problem. Ich hasse das, so hilflos zu sein. Ja, dann mache ich es im Prinzip ja nur wieder zurück. Das führt ja auch zu nichts. Och Mensch. Immer so auf den letzten Metern, nur diese Gedankenaussetzer. Ja. So wie ich es schon hatte, da ist nichts Neues dran. Okay. Okay. Ja, aber das hatte ich doch eben, oder nicht? Was habe ich denn da dann falsch gemacht? Ha. Whatever. Ich habe es nicht erkannt. Der Dachboden. Und das sieht so aus, als wäre das das letzte Level. Gut versteckt. Aber nicht gut genug. Es könnte das letzte Level sein. Wir müssen definitiv nach oben. Wir müssen definitiv wieder nach oben. Das haben wir schon mal überwunden. Oh Gott, das ist jetzt so kompliziert. Wir müssen nämlich tatsächlich... Ja, wir müssen einmal runterfallen. Ich weiß nicht mal, ob das richtig war. Nee, war es nämlich nicht. Wie zur Hölle soll das denn funktionieren? Ich weiß, dass wir einmal runterfallen müssen. Das sieht man ja. Schön.
Dann kommt es auch hin. Okay. War doch einfacher, als ich angenommen hatte. Hallo Spiegel Lara, da bist du ja wieder. Hier rauf zu treten wäre jetzt blöd. Okay. Okay. Wofür brauche ich denn? Ah ja, verstehe. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon machen kann. Und hier ist der Fehler. Nee, doch nicht. Jetzt. Und es kommt hin. Wunderbar. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Da unten ist doch eine Säule, das sehe ich doch. Wie? Wie keine Säule? Da aber. Da. Und wir sind weiter. Es ist nicht das letzte Level und wir kommen zum Nichts. Interessant. Sehr interessant. Was müssen wir denn jetzt hier beachten? Diese Spinne. Löst das aus. Das. Löst das aus. Aber warum sollte ich das wollen? Ich habe da so eine Vermutung. Die Spinne muss erstmal wieder zurück. Das Ding muss jetzt erstmal in den Bereich. Es muss dahin. So. Das heißt, wenn wir jetzt das Ding ziehen, wird das Teil hier ausgelöst und wir haben Zeit, jetzt müssen wir den ziehen. Und dann müssen wir den ziehen. Dab. 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 Nein. Gut, Hinweise nutzen. Was habe ich hier falsch gemacht? Ich will es nur verstehen. Okay. Okay. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt. Ah, die Spinne. Die Spinne darf erst im Nachhinein gezogen werden. Das ist. Ah, ja. Das haben wir natürlich falsch gemacht. Und da ist unsere Spiegel-Lara wieder. Auge des Abgrunds. Alle Fragmente. Geister-Lara freigeschaltet. Das wird aber auch kompliziert, Leute, ne?
weiß nicht, ob das klug war. Ich vermute fast nicht. So, das ruft die dahin. Was machen wir denn mit dem Hansel? Den werde ich ja zum Beispiel auch nicht los. Und ich bin tot. Auch das ist zu komplex, als dass ich jetzt lösen könnte. Ja, das war dämlich. Deswegen machen wir auch hier Hinweise nutzen. Okay, er holt ihn direkt, aber warum? Wofür ist denn der genau gut? Es war also wirklich nicht klug, sie zu töten. Ah, und jetzt tötet er die Spinne dadurch. Raffiniert, auf jeden Fall. Wir sind alleine. Und es scheint, als hätten wir etwas gefunden. Da ist die Geister-Lara. Zurück in die Realität gekommen. Was für einzigartige Artefakte. Der Spiegel der Geister. Er ist unser. Ich würde sagen, wir haben uns für heute genug in der Schatzkammer umgeschaut. Und das war Lara Croft Go, The Mirror of Spirits. Ja, Special Adventure by Co-op. Das waren wohl dieses Zusatz-Adventure hier gemacht haben. Ein super tolles Spiel. Gerade jetzt auch diese letzte Episode vom Rätseldesign her wirklich nochmal sich selbst übertroffen. Square Enix, da habt ihr was wirklich Schönes geschaffen. Gefällt mir. Ja. Kann man nur toll finden an sich. Also zur Auflockerung war dieses Projekt eigentlich mal genau das Richtige. Ganz anders als die bisherigen. Rundenbasiert sowieso und dann auch noch rätselbasiert. Ich habe daraus gelernt, dass ich diese Art von Spielen grundsätzlich nicht um 2 Uhr nachts spielen sollte. Denn, ja, das führt eben dazu, dass man doch das ein oder andere einfach nicht mehr hinkriegt. Denktechnisch. Ich werde ja auch schon alt. Nein, ganz so alt nicht. Aber trotzdem hat mir das richtig gut gefallen. Wir sind jetzt natürlich noch nicht durch, denn wir haben noch einige Kristalle.
die wir zu sammeln haben. Wir werden uns jetzt erstmal die Geisterlara angucken. Haben wir sie. Könnte ein bisschen verwirrend sein, wenn wir jetzt in die Level zurückgehen. Weil die andere Lara dann wahrscheinlich auch so aussieht. Und wir müssen jetzt halt gucken, wo haben wir was vergessen. Wir haben hier beim Turm und bei der Kapelle und bei der Bibliothek was vergessen. Im Prinzip also drei von den Kristallen. Und das fehlt uns noch, um das finale Outfit freizuschalten. Wir gehen halt hier auch direkt jetzt in den Hinweise-Nutzen-Modus. Wir müssen jetzt hier einfach nur darauf achten, dass wir nichts verpassen hier, was irgendwie mit Vasen zu tun haben könnte. Ich sehe hier gerade noch keine. Schreit einfach, wenn ihr irgendetwas seht. Hier ist die Schlange. Ich könnte vermuten, dass vielleicht in der Bücherwand hier irgendetwas stecken könnte. Aber ich sehe gerade auch unten nichts. Auf der Ebene war schon mal nichts. Aber auf der Ebene könnte etwas sein. Auf der Ebene muss etwas sein, sehe ich gerade. Auf dieser Ebene muss etwas sein. Denn das Level ist da ja auch schon wieder vorbei. Doch wo? Wo ist hier die Frage? Irgendwo ganz weit hinten? Normalerweise erkennt man es ja alleine schon immer durch das Leuchten der Vase. Irgendwie nicht so cool, dass wir das jetzt gar nicht gesehen haben. Ich werde mal eben einen Cut machen. Da bin ich wieder und ich müsste jetzt wissen, wo sich alles befindet, was wir brauchen, um das letzte Outfit freispielen zu können. Das werden wir jetzt mal eben flink hier machen. Flink McFucking Winter-mäßig werden wir das jetzt mal machen. Schieben, da-da-dam. Kennen wir alles schon. Eigentlich müsste man die Vase gleich schon sehen. Ja, die war hier irgendwo hinter, ganz blöde versteckt und man hat sie nur gesehen, wenn man hier so war, in dem Bereich. Dann blitzt sie so ein bisschen hervor. Also die Vasen in dem Modus, in der Welt jetzt hier, sind teilweise echt schwer versteckt. Gucken wir uns nochmal an, wo das bei der Kapelle war. Ja, die Geister-Lara sieht tatsächlich genauso aus wie wir. Da. Und bei dem nächsten war es, glaube ich, auch recht tricky. Da. Denkmalschutz. Midas Lara freigeschaltet. Wie zur Hölle sieht die denn aus? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Midas Lara sagt mir gar nichts.
Hier können wir übrigens nochmal alle Artefakte sehen. Den Schädel, die Zwillingsschlangen, die Frostspinne, den Blutsalamander, Kette der Träume, der heilige Käfer, das Auge des Abgrunds, Quarze, Smaragde, Saphire, Rubine, Topasse, Obsidiane, Kristalle, Atlas des Jenseits, Scherbe des Lebens und Spiegel der Geister. Ja, wir können jetzt erstmal königlichen Schmuck herstellen. Ah, Midas Lara ist also komplett in Gold. Können wir das nochmal eben schnell sehen? Egal wo. Ich meine, das sieht zusammen jetzt natürlich richtig episch aus, ne? Einmal diese goldene Lara und dann diese Schatten-Lara, also Licht und Schatten. Wirklich cool gemacht. Und damit haben wir alles gemacht, was wir in diesem Spiel machen können. Diese Folge war jetzt etwas länger, aber ich denke, dass das als krönender Abschluss dann nochmal ganz gut kam. Spiegel der Geister hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich der Rest des Spiels auch richtig gut. Ich kann nur sagen, großartige Makel kann ich da jetzt gar nicht erkennen. 10 out of 10 sozusagen. Also für das, was es darstellen soll, hat es die Sache eigentlich perfekt gemacht. Weil wir hatten leichte Parcours, wir hatten den fordernden Teil mit der Höhle des Feuers und wir hatten echt interessante Elemente, die man natürlich, klar, überall schon mal irgendwo gesehen hat, aber in der Zusammenstellung hier innerhalb dieses Spiels fand ich das wirklich schick gelöst. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Adventure Time Projekt auch wieder dabei, das ja nächste Woche dann startet. Seid gespannt, was da kommt. Ich weiß es natürlich schon und ich bin gespannt, wie auch dieses Spiel bei euch ankommen wird. Gehen oder bleiben, ihr dürft entscheiden, hier bei Adventure Time. Denkt natürlich immer daran. I want you. For an adventure.